Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der DAX notierte die meiste Zeit des gestrigen Tages im negativen Bereich. Das Brexit-Chaos, Corona und das enttäuschende TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten drückten auf die Stimmung. Am Ende ging der DAX 0,5% schwächer aus dem Handel. Der Schlusskurs 12.760 Punkte. Blicken wir nach Frankfurt an dieser Stelle, direkt an die Börse zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Schönen guten Morgen. Franzi, wie wird der DAX heute erwartet? Wie steht es um seine Vorgaben? Einen schönen guten Morgen. Ja, gestern noch mal ein richtiger Zickzackkurs im Abschluss des Monats September. Auf Monatssicht gesehen haben wir den ersten verlustreichen Monat wieder eingefahren seit März. Das dritte Quartal aber durchaus positiv mit einem Plus von über 3,5%. Jetzt für den Oktober werden die Karten quasi neu gemischt und so eine richtig klare Richtung sehen wir auch heute noch nicht. Beim deutschen Leitindex liegt aber auch ein Stück weit an den Vorgaben. Ja, der Dow Jones gestern sehr schwungvoll. Zunächst einmal sah es nach diesem chaotisch eingestuften TV-Duell zwischen Trump und Biden nach Verlusten aus. Aber robuste Konjunkturdaten haben in den USA für Rückenwind gesorgt. Und somit ist der Dow dann mit einem Plus von 1,2% aus dem Handel gegangen. Auch die Monatsbilanz negativ. Die Bilanz für das dritte Quartal allerdings noch mal deutlich freundlicher als die beim DAX. Denn da ging es um über 7,5% im dritten Quartal für den Dow nach oben. Und bei den asiatischen Märkten sind wir heute schnell durch. In Hongkong und China bleiben die Börsen nämlich aufgrund eines Feiertags geschlossen und der Nikkei im Prinzip unverändert unterwegs. Also auch von dieser Seite nicht die ganz klare Richtung. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag machen wir gleich weiter mit der Marktidee. Heute ist dies Fielmann. Fielmann hat gestern die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Erholung des Geschäfts, die hat sich von Juli bis September beschleunigt. Bei der Fielmann-Aktie, da dominieren seit einigen Handelstagen wieder die Bullen, das Kursgeschehen. Der Anteilsschein konnte ein 7-Monats-Hoch markieren. Das Handelsvolumen bestätigt den Kursaufschwung. Das kurzfristige technische Bild bleibt unmittelbar bullisch, solange ein bestimmter Support nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Wo sich dieser befindet und vieles weitere mehr erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse zu Fielmann unter www.ideas-daily.de. Und wir sehen uns morgen wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, schönen Handelstag.